Wir geraten wahrscheinlich jetzt zurück, ne? Oder? Teleportieren wir jetzt. Ist die Höhle dann abgeschlossen oder können wir da immer wieder rein, um auch zu farmen? Das frage ich mich jetzt gerade. Hä, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja voll cool. So, Map updated. Steht da. Sagst du? Oh, eine neue Höhle da drüben. Okay, wir müssen also die Höhlen wahrscheinlich abschließen. Die leuchtet auch nicht. Das heißt, die nächste Höhle wartet auf einer anderen Insel auf uns. Juhu! Und wir haben einen neuen Kollegen in der Stadt. Das heißt, den sollten wir auf jeden Fall mal eine Hütte bauen. Aber dazu müssen wir erstmal... Oh mein Gott, war das aufregend. Aber dazu müssen wir erstmal gucken, dass wir Holz organisieren alles. Hier kommt doch bestimmt auch noch einer hin, oder? Mal gucken, was für Ressourcen der hat und alles. Oh, Clay. Ich nehme mal Clay mit. Damage Speed oder beziehungsweise Heilung war echt gut, dass wir das hatten. Sonst wären wir wahrscheinlich schon längst tot gewesen. Oh, ich muss gießen. Oha. Der nächste Tag bricht an und ich muss gießen. Die Tür da oben ist ein bisschen blöd. Oh, wir können auch ernten. Sehr schön. Ich würde das Messer mal oder das Schwert mal ablegen. Wir brauchen es jetzt nicht mehr. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Ist eh kein... Hier ist doch eh keine Wand. Ich wollte es gerade sagen. So, den Pumpkin haben wir. Wir haben auch wieder Seeds bekommen dafür. Achso. Wir müssen die Gießkanne erst voll machen, ne? Warte mal. Wenn wir schon einmal hier sind. Schwupps. Und dann gießen wir mal. Oh, wie schön. Die Gießkanne wird auch nicht leer, wenn wir uns rollen. Hui. So, dann gießen wir mal. Okay, er gießt also immer so zwei Felder circa. Das ist gut zu wissen. Da sind Pumpkins, genau. Jetzt lass mal kurz gucken, was wir noch hier einpflanzen. Nochmal, genau. Plant. Plant. Sehr schön. Und da machen wir Flowers, damit das ein bisschen strukturierter ist. Was wollte ich jetzt gemacht haben? Ich packe die Gießkanne wieder weg. Wir wollten ins Dörfchen, wir wollen ein bisschen Holz mitnehmen. Wir müssen uns mal hier unten ein bisschen dekorieren, Denise, ne? Ein paar Sachen bauen. Ich würde gern Glas finden, aber ich weiß nicht, wo wir es herkriegen. Vielleicht bringt er uns ja Glas oder organisiert uns das ja der Typ. Mal gucken. Angel brauchen wir aktuell nicht. Oh, wir haben schon über 100 Gold, ne? Mal gucken, wie viel Rabatt der uns gibt. Wie viel Holz haben wir denn? 6. Wir haben 100 Stein. Wir können ein bisschen Stein auch ablegen, ne? Aber wir brauchen auch was, deswegen würde ich es vielleicht behalten. So, ich nehme mal mit. Wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Sehr schön. So. Ein neuer Tag ist angebrochen. Die erste Höhle geschafft. Ja, Freunde. Ich freue mich. Wie geil. Sehr, sehr geil. Und sehr, sehr cool. So, Clay nehme ich mit. Geil. Oh mein Gott, das wird ja ein großes Abenteuer. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Leute retten müssen aus den Höhlen. Und, oh, das wird cool. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. So, die Frage ist, wo ist denn jetzt der Herr Kollege? Kann ich reinzoomen? Achso, da sind wir. Clay können wir nicht abbauen in der Stadt. Ich wollte es gerade wieder versuchen. So, die Frage ist jetzt, ist er schon hier? Ah ja, da ist er ja. Hi there! Das ist der doch, ne? Ja, Jared the Blacksmith. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst die Stadt upgraden. Was uns wie viel kostet? Oh, bearbeitetes Holz. Okay, also neben dem Clay, also erst 50 Fasern, dann 100 Clay. 100, ich schätze mal bearbeitetes Holz, dann 150 normales Holz und 150 Stein. Oh mein Gott. Das ist unsere nächste Aufgabe. Wir müssen wahrscheinlich auch, oh, warte mal, ich würde ein bisschen was verkaufen wollen. Too far, ja. Können wir irgendwas verkaufen? Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Nein. Okay. Ich dachte, wir hätten ein paar Pflanzen oder so. Haben wir nicht Blumen? Doch, wir haben noch Blumen.
Können wir die nicht verkaufen, die vier? Was sind denn das? Mariengold. Ist doch Mariengold. Können wir das nicht verkaufen? Wieso können wir es nicht verkaufen? Ach so, sie verkauft erst ab 5 oder was? Oder wie? Nee. Doch, 5 vor 5. Okay. Krass. 40 Beeren haben wir auch noch. Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Dorf upgraden. Ich würde aber auch gerne mal wissen, wie wir ein Boot bauen können. Das wäre auch mal ganz interessant. Das wäre, glaube ich, mal mega interessant zu wissen, wie das Ganze funktioniert. So, da wir ja die... Haben wir denn noch irgendwie eine Workbench, die wir bauen können, sag mal? Eine Raffinerie. Die haben wir ja schon... Ah, nee. Stimmt, die haben wir noch gar nicht gebaut. Die haben wir vergessen, ne? Würde ich mal hier platzieren. Stimmt, die hatten wir beim letzten Mal gebaut, aber wieder abgerissen, weil wir ja umgebaut haben. Dann mache ich das mal eben. Warte. So. Und... Nee, wir haben also nur die normale Workbench, wo wir was machen können. Genau, unsere Tools upgraden. Hier sind Blueprints, ne? Das sind Waffen alles. Und hier sind Tools. Keine Blueprints available. Und hier können wir irgendwas reinpacken. Zum Beispiel Kohle. Und Input Clay. Oder Stein. Und dann kriegen wir, okay. Was kriegen wir bei Clay? Bunte Steine. Boost. Okay. Was können wir denn mit den bunten Steinen machen, sag mal? Hm. Produziert vom Wild... Achso. Refining Clay, ja. Gut. Barren gibt's auch. Stilbarren und so. Ja, wir müssen irgendwie, glaube ich, jetzt erstmal verkaufen, damit wir irgendwie den Backpack kriegen, damit wir unsere Workbench leveln, ne? Ich frage mich, was passiert, wenn wir nochmal in die Hülle gehen. So, das heißt, ich würde nochmal eine Runde angeln ein bisschen. Ich gehe mal die Angel holen. Wir machen einen ganz entspannten Tag heute. So. Ich angel ein Weilchen. Ich guck mal, wo haben wir denn... Haben wir irgendwo ein Fleckchen? Ah, guck mal da. Da gibt's doch bestimmt den richtig guten Fisch. So, dann wollen wir mal ein paar Fische verkaufen. Pflanzen sollten wir vielleicht auch mal... Vielleicht sollten wir uns ein paar... Oh, warte mal. Vielleicht sollten wir uns ein paar Seeds kaufen. Und dann anpflanzen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das machen wir auch. Ich gehe gleich in die Stadt. Und dann pflanzen wir ein paar Seeds. Und dann brauchen wir ja im Prinzip ja nur darauf warten, dass die wachsen. Oh, das braucht lange. Oh, das ist ein dicker Fisch. Oh, das ist ein ganz dicker Fisch. Ah, ja. Sehr schön. Gibt's hier noch was raus oder verschwinden jetzt die Fische wieder? Na? Oh, das ist ein ganz dicker, glaube ich, wieder. Oh ja, ein ganz dicker. Ah, nee, eine Sardine. Toll. Ah, super. Großartig. Und nochmal, weil es so schön war. Hä, wieso schmeißt er da hinten hin? Ah, ich glaube, die Fische verschwinden, oder? Ich glaube, das war's. Oder? Ah, Mist. Oder darf man mal rot nicht drücken? Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere das mal aus. Ich probiere mal bei rot nicht zu drücken. Okay.
Jetzt hat es doch geklappt. Ich weiß nicht warum. Okay, pass auf. Wir sollten mal gucken. Wir sollten mal gucken, was denn am meisten... Oh, es wächst. Was denn am meisten bei den Pflanzen zum Beispiel an Geld bringt. Damit wir da vielleicht vernünftige Seeds kaufen. Weil wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen Geld. Kann ich die anzünden? Nee. Weiß gar nicht, ob die von alleine angeht. Dann gehen wir mal zu unserer Floristin. Dum, du, dum, du, dum, du, dum, du, 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 dum, du, dum. Guten Tag. So, die bringen 5. Okay, die bringen alle 5. Also im Prinzip eigentlich relativ wurscht. Buy for 20, für 20, für 20. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben 101. Ich kaufe die. Ich kauf's, oder? Weil wir kriegen ja immer wieder Seeds auch da raus. Wir machen's einfach. Wir machen's. Wir machen's einfach. Weil einfach ist. So. Wir werden voll der Farmer. Ich sehe uns schon ganz weit vorne. Geil, Höhle besucht. Einen neuen Kollegen gerettet. So, das heißt, ich würde sagen, wir pflanzen hier. Oh, den kann ich ja sogar schon ernten. Und wir haben wieder Seeds bekommen. Nice. Direkt mal pflanzen. Ich weiß, ihr könnt alle planten. Macht er das auch? Ah ja, diddling. Habe ich noch welche? Oh, ich habe sogar noch welche. Das heißt, ich pflanze die hier mal. Habe ich noch welche? Oh ja. Das war's, ne? Okay, jetzt muss ich gießen. Das heißt, ich brauche die Gießkanne. Was ein schönes Spiel. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Schön durchdacht auch alles. Soll das Menü mal schließen. So. Achso. Ich vergesse das immer. Die Gießkanne. Vielleicht sollten wir die doch im Inventar behalten. Dass wir, dass die immer voll ist. So. Ach, schön. Die Pumpkins wachsen auch. Was ist denn da hinten die Phase? Können wir da nochmal gießen? Die brauchen auf jeden Fall länger, die Beeren, ne? Ja. Und dann reißen wir das hier ab. Und dann haben wir da ja unseren Garten. Glas haben wir, wie gesagt, immer noch nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, wie wir Glas finden. Ich würde einmal auch ein bisschen rumgehen. Um die Insel. Um so ein bisschen zu gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden. Ich esse nochmal 2, 3 Pilze. Pilze. Ich ernähre mich nur von Pilzen. Vielleicht finden wir ja doch ein bisschen Glas oder so auf dem Weg. Ich würde auch gerne ein bisschen weiterbauen. Aber ich würde auch gerne wissen, wie man ein Boot craftet. Wie das geht. Was ist das hier? Kann ich das mitnehmen? Nein. Oh, Clay. Clay ist gut. Kann man immer gut gebrauchen, Clay. Dieses Gathering von Ressourcen könnte man auch mal leveln, ne? Wo waren das? Hier. Kostet 2 Punkte. Gibt 10% mehr. Hatten wir nicht Glas immer hier gefunden? Clay. Clay, 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 Clay. Bin so gespannt, was in der anderen Höhle ist. Mich würde mal interessieren, ob man schwimmen kann. Aber ich glaube, schwimmen geht nicht, ne, oder? Doch, man kann schwimmen. Ach, wie geil. Was ist das denn? Ach, hör auf. Ach, hör doch auf. Wo sind wir denn hier? Ich hab... Oh, nein. Oh, fuck. Ich hab kein Schwert mit. Ich glaube, wir waren da schon mal.
Ich würde einfach mal gucken, ob wir dort vielleicht, wenn wir Glück haben, aber nur ganz vielleicht, weil da sind nämlich auch die Pumpkins, wenn ich sie richtig gesehen habe, dass wir da vielleicht ein bisschen was abernten können auf der Insel. Aber ob sich das lohnt, rüber zu schwimmen zu den anderen? Ich weiß ja nicht, wie weit das ist. Und ob es Haie gibt, das kommt ja auch noch dazu. Das weiß ich ja gar nicht. Schwert. Das, ne? Ich ersetze das mal durch die Angel. Und ich würde gern schlafen, weil es Nacht ist. Ein neuer Tag bricht herein. So. Ich wusste gar nicht, dass man schwimmen kann. Ist ja witzig. Bitte lass es keine Haie geben. Lass es bitte keine Haie geben. Das wäre ganz toll. Vielleicht kann man auch nur hier rüber schwimmen, weil es halt hier näher ist oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier Gegner, die ich mal eben beiseite schaffe. Da ist auch eine Höhle. So. Ich erinnere mich ein bisschen daran, dass wir, glaube ich, schon mal da gewesen sind. Pumpkin. Lecker, lecker, lecker. Gibt es hier sonst noch was auf der Insel? Bevor wir jetzt in die Höhle gehen, ich würde einmal gucken. Einmal rumgehen. Pumpkin, Pumpkin. Und Seeds haben wir bekommen. Sehr geil. Wir bekommen auf jeden Fall... Oh, was sehen meine Äuglein? Ein Fass. Fass ist immer gut. Wie gesagt, ich weiß, dass wir, glaube ich, schon mal hier waren. Oh, liegt da Glas? Ist das Glas? Es ist Glas. Ja. Aber ich glaube, das wächst auch nicht auf Bäumen, ne? Ich glaube, das ist einfach nur völlig random, ob das da ist oder nicht, oder? Sonst ist hier aber, glaube ich, auch nichts, ne? Das war es hier, glaube ich, schon. Ja, ich glaube, das war's. Die ist jetzt nicht so groß, die Insel. So, ich nehme mal das Schwert in der Hand. Ah, war das nicht hier so, dass wir hier irgendwas aktivieren mussten? Dass wir irgendwas aktivieren mussten, dass die andere Höhle freigeschaltet wurde? War das nicht irgendwie so? Ich entsinne mich, dass da was war. Keystone Cave. Ja, wir waren hier schon mal. Oh, hallo. Aua. Was soll denn das? Genau, wir mussten das Ding hier aktivieren. Ja. Ja, mehr war hier, glaube ich, auch nicht. Genau, mehr. Nein. Oh nein, ich hänge. Mehr. Ich wollte schon gerade sagen. Mehr war hier, glaube ich, auch nicht gewesen. Das war, glaube ich, auch nur eine. Genau, das war nur eine Höhle, um halt zu aktivieren. Das wird wahrscheinlich in der anderen Höhle auch so sein, beziehungsweise auf der anderen Insel. Da müssen wir bestimmt auch irgendwas erst finden, um die anderen Inseln zu aktivieren oder die Höhlen zu aktivieren. Ich frage mich, ob man rüberschwimmen kann und ob man sich so ein Boot bauen kann, so wie hier links. Da oben sieht man ja was. Ich würde das mal ausprobieren, spaßeshalber. Ich teste das jetzt mal. Geht das? Oh Gott, jetzt kommt gleich bestimmt eine Haie oder so, oder? Also er schwimmt auf jeden Fall erstaunlich gut. Und wir kommen rüber. Oh mein Gott. Wir kommen rüber. Oh Freunde, ich sehe Glas. Ah, wie schön. Eine neue Insel. Sehr geil. Wir können ein wenig farmen.
feiere ich ein bisschen. So. Vorsichtshalber Schwert in der Hand nehmen, weil ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Okay, ist eine kleine Inselgruppe. Glas, sehr schön. Also am Strand liegt Glas, das sollten wir uns merken. Hier ist, glaube ich, soweit nichts. Hier vorne ist noch so ein kleiner Zipfel. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, hier. Mal eben einmal gucken gehen. Aha. Sehr schön. So, da können wir angeln. Das würde ich jetzt leider machen. Oder beziehungsweise nicht jetzt machen, sondern vielleicht beim nächsten Mal. Clay nehme ich mit. Aber hier scheint nichts zu sein. Das ist jetzt auch keine große Insel oder so. Das ist jetzt einfach nur eine kleine Ressourceninsel. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas finden werden. Irgendwas Erstaunliches. Glas. Ja, wir können unser Haus weiterbauen. Sehr schön. Das feiere ich dermaßen, aber ich glaube, hier sind keine Gegner. Zumindest nicht danach aus. Liegt hier noch Glas rum? Ich würde es mir wünschen. Aber es sieht so nicht danach aus. Ich glaube, das war es auch schon gewesen. Ich glaube, das war es schon mit der Insel. Ist jetzt nicht so spannend. Aber wir waren hier. Wir haben es gesehen. Es geht. Ich würde einmal gucken. Ah, wir haben die Angel nicht bei, ne? Naja, egal. Das heißt, ich schwimme... Oh, da links ist auch noch was. Hier. Ach, komm. Ich schwimme jetzt einfach mal rüber. Wir schwimmen einfach nach Hause. Kann ich? Ich esse einfach mal, während ich schwimme. Das ist gar kein Problem. Leckerer, nasser Pilz aus der Tasche. Lecker, lecker, lecker. Mm. Wer mag es nicht? Nasse Pilze. Aber krass, dass man rüberschwimmen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es im späteren Verlauf der Entwicklung vielleicht dazu kommen könnte, dass man das nicht schafft. Vielleicht mit einer Ausdauerregelung oder vielleicht mit Haien oder so. Weil es macht ja jetzt nicht so ein bisschen real, also es ist ein bisschen unrealistisch, ne? Weil eigentlich würde er ja es nicht schaffen, weil es ja viel zu weit wäre. Aber egal. So, wir sind wieder zu Hause. Können wir was ernten? Nein, das ist noch nicht fertig. Aber wir können das gießen. Damit das wächst. So, ich fülle mal die Gießkanne auch direkt auf. Und ich denke, die anderen müssen wir auch gießen. Jo. Sehr schön. Ah, oh, die Pumpkins wachsen. Und wir können die auch pflanzen, ne? Fällt mir gerade ein. Blub, 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 blub. Das war's, ne? Ah ja. Pier Seed? Was ist das denn? Schauen wir mal. Haben wir noch einen? Hier kann ich nichts mehr pflanzen. Warum? Weil ich jetzt gegossen habe, oder was? Eigentlich, nee, eigentlich dürfte das hier gehen. Okay. Vielleicht wächst... Ah, könnte aber sein, dass es ein Baum ist, weil er hier alleine steht in der Mitte. Könnte sein, dass es ein Baum ist. Bin mir nicht sicher. Nein! Nein, was mache ich denn? Oh, ich bin so doof. Entschuldigung. Ist das ein Baum? Könnte aber auch ein Birnenbaum sein. Ich bin mir nicht sicher. So. Freunde, ich würde sagen, das soll's gewesen sein für diese Folge. Oh mein Gott, das wird so aufregend, das wird so spannend. Wir müssen auch das Haus noch weiter ausbauen und alles. Und ja, ich freue mich auf weitere Erfolge, auch mit den Höhlen und alles. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Lands Island. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder weitergeht. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.